Ihren Bambi als beste Schauspielerin hat Jessica Schwarz in der Kuchenvitrine ihres Hotels stehen. Seit 8 Jahren betreibt die Schauspielerin ein kleines Hotel in Michelstadt im hessischen Odenwald. In 5 verschiedenen Zimmern sollen sich ihre Gäste wie zu Hause fühlen. Und durch die individuelle Einrichtung soll dies auch nicht bloß ein leeres Versprechen sein. Davon lebt auch so ein Haus. Es ist ja wie bei einem Film. Also so, es müssen einfach alle Elemente irgendwo stimmen. Du brauchst einen guten Schnitt, du brauchst einen guten Ton, du brauchst irgendwie. Und das ist bei einem Hotel, denke ich, dasselbe. Ja, du brauchst irgendwie eine gute Ausstattung, du brauchst aber auch ein gutes Catering. Du brauchst jemanden, der es leiten kann, der die Regie führt. Und das gehört alles dazu. Und die Ausstattung finde ich immer sehr wichtig. Also Kostümmaske, Ausstattung ist einfach für mich als Schauspielerin irre wichtig. Und das ist bei dem Hotel genau dasselbe. Ein Trend, den auch eine aktuelle Studie der Messe Frankfurt belegt. Auf der Fachmesse Heimtextil wurde sie nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Demnach ist eine gemütliche und qualitativ hochwertige textile Einrichtung für 88% der Hoteliers bedeutend. Glaubt man den Hotelbetreibern, spiegelt sich die Qualität eines Hotels vor allem in der Inneneinrichtung wider. Behaglichkeit spiele für die Gäste eine große Rolle. Wir kommen immer stärker in eine globale Gesellschaft. Das heißt, Menschen reisen immer stärker, Tourismus nimmt zu etc. Das heißt, Übernachtungen, Hotels werden immer entscheidender und dementsprechend auch die Inneneinrichtung und besonders auch die textile Inneneinrichtung, die entscheidend sind. In jedem zweiten Hotel spielt allerdings auch das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Glaubt man den Messeverantwortlichen, handelt es sich hierbei gar nicht mehr nur um einen kurzfristigen Trend. Das Thema ist schon längst im Alltag vieler Hotels angekommen.